Jemand muss jetzt hier so ein schwules Intro sagen. Hallo Leute! Holzschute lag, Tyrannzid mit Halbarius Blutshooter. Mensch, startet nun! Habt viel Spaß und drückt den Like-Button! No walls, no barriers, we talk without a word, yeah, I. Hast du das noch krasseres als eine Bratpfanne gekriegt, oder was? Das geht nicht. Luca blufft. Echt? Luca blufft. Oh, warte mal. Einfach hat der was Besseres als eine Bratpfanne. Das ist, sowas gibt's nicht. Ich bin schon echt auf den Arsch gerettet. War's Alter, Sinne, ich hab Wortes. Eine Sanitätstasche. Oh, ich hab einen dicken Schwanz. Sag, wir nehmen auf. Ja, richtig, ja. Das war eine Metapher. Was? Keine Ahnung. Eine so. Metapher für meinen dicken Schwanz. Ja, boah, Dreierhelm. Alter, ein 8x-Scope. Jetzt geht's hier aber los. Jetzt brauche ich nur noch irgendwas. Düne. Fickers. Fick. Doch eh nicht mit dem 8-fach-Scope. Ja, das kann ich eigentlich auch du haben. Ja, ist egal, ich brauch's nicht. Ne, M16A4. Nein. Okay. Hä? Oh. Durch Sturz, oder was? Marius, kannst du mir bitte helfen? Ich sehe das untere, ich sehe durch den, wirklich ohne Scheiß, ich sehe durch den Boden durch. Und ich sehe meinen Charakter so von unten und ich sehe da wirklich, Alter, unter Was uns. Voll gut wäre, wenn man den, wenn man Typen, die auf dem Boden krabbeln, looten könnte. Unter mir ist Wasser, Jungs. Wir sind nicht weit über den Meeresspiegel. Das sind dauert hier in Afrika, da gibt's gar kein Wasser. Als ob wir in Afrika sind, also wir könnten ja auch in sich Asien sein. Echt? Oder so, in Amerika. Hier ist Wasser, wenn ich es euch doch sage, soll ich einen Screenshot machen. Hab ich. Wird wieder so ein Rassisten-Video, ich sag's euch. Heil Hitler. War zu viel, Mann. Ich dachte, wir nehmen auf. Ja, deswegen ja, Heil das Hitler. Das ist jetzt vorbei. Ich werde das noch so ganz fett übersteuern, damit man das so hört, so weiß über so Earwave-Videos immer halt das ganz. Ja, Mann, ich liebe die Videos, Alter. Das ist gar nicht, die nehme ich mal. Ja, schon, ich kann das gar nicht. Ja, Mann, bitte. Leo, mach das. Noch mal. Oh, ich habe einen Benzinkanister gefunden, Leute. Oh, nice. Benzer. Jetzt kann uns nichts mehr stoppen. Wenn wir ein Auto finden. Bitch, ich fahre ein Barbara. Nein, jetzt kommt er. Get to the street, bam, Headshot. Bam. Also Leute, wir sind hier nicht in der Zone wie jedes Mal. Aber das machen wir mal in der Zone. Hier ein Auto findet auf dem Weg in die Stadt. Der war recht leer aus. Hat jemand einen Bootstock für eine Uzi? Nö. Das ist blöd. Oh! Hat jemand, hat jemand zwei Schalldämpfer für Assault Rifles? Nein. Nee, schade. Hätte ja sein können. Also, hier ist ja erstmal die rote Zone. Und Extended Quick Draw vielleicht? Zwei Stress, oder? Nur Extended. Eins. Also, eins kann ich dir geben. Achso, okay, Boss ist nicht. Erst, ich habe ja schon eins gegeben. So, ja. Nehme ich mit. Und ein Angelett-Vorgrip und ein Reflexvisier. Angelett-Vorgrip brauche ich nicht. Den Reflexvisier würde ich schon mitnehmen. Alles klar. Allahu Akbar! Oh, fuck. Chance bestimmt 10%, dass man das stirbt. Das ist einfach 0,2%.
stirbst. Was denn, dass man da stirbt? Man stirbt nicht. Sind schon öfter gestorben als 0,2%. Die Regel ist, du darfst in der roten Zone nicht kämpfen. Wenn du zum Bluten neigst, dann tut sie dir nichts. Das ist die Regel der roten Zone. Echt? Ja, die rote Zone ist total friedlich. Wenn du kämpfst, dann tötet sie dich. Weißt du noch, Luca? Weißt du es noch? Ja, das weiß ich, lustigerweise echt noch. Ja, da haben wir immer gelootet und sowas und die rote Zone hat uns noch nie was getan. Und dann haben wir halt gesagt, ja komm, die tötet uns nie. Und danach haben wir einmal gegen einen gekämpft, mitten auf dem Feld, und dann hat die uns umgebracht. Und dann haben wir gecheckt, okay, die mag nicht, dass wir kämpfen, die mag, dass wir friedlich sind. Das heißt, wenn wir nichts halt, tun... Mich haben halt zwei solche alten Frauen angesprochen, ob ich denn das Buch der Bücher zu Hause habe. Ich sagte, Harry Potter steht bei mir im Schrank. Hat sie mich angeschaut, so, hä? Und dann ich so, ja, wir haben die Bibel. Ja, dann hat sie mich gefragt, ob ich da auch mal reinschaue. Und habe ich gesagt, nein. Alter, ist die voll ausgeflippt, ja. Hat mir dann aber noch gewünscht, dass Gott mit mir ist. Und gesagt, wenn ich jetzt, weil dann musste ich weg oder bin halt einfach weggegangen. Und dann haben die gesagt, wenn ich mal einen Zeugen Jehova treffe, ich soll mit denen reden. Und ich so, ja, ja, klar, ich lass mich verarschen, ich lass mich komplett hier Gehirnwäsche. Und sie, Gott ist mit dir. Und ich so, ja. Und Alter, die war so drauf. Ich war voll fertig danach. Das klingt nach einem schönen Erlebnis. Würdest du sagen, das ist ein Leidsgut. Ja. Und mein Vater auch schon gesagt, so, ja, Koran, Buch der Bücher. Allahu Akbar, sowas. Alter. Allahu Akbar. Leute, wir müssen hier die Jacke aufreißen müssen. Ich hab voll so ein rechts, ja nicht rechtskelle, aber so einen ganz aggressiven Koran daheim. Haben mir irgendwelche ISIS-Typen im Briefkasten geschmissen. Ohne Scheiß, weil die wollen hier wieder ISIS-Member anlocken. Und das ist wirklich die... So, mein Kampfstyle, Alter. Steht so drin, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Nichtgläubigen zu töten, dann muss ich das machen. Ist die hier auf mich, oder was? Ja, das ist schon ein bisschen krank. Voll witzig. Haben wir geschossen, oder? Ah, hier ist ein Minivan. Habt ihr Minivan, dann komme ich zurück, ich habe hier ein Motorrad. Oder nee, ich fahr Motorrad. Das, der ist ja fast im Arsch. Braucht jemand einen Schalldämpfer für eine MP? Nee, hab ich schon. Ja, ich bräuchte einen. Ich bräuchte auch einen. Und ein Extended Mag. Oh, wow. Ja, ich bräuchte einen. Alter. Was habt ihr denn da? Der war im Arsch, der Wagen. Also war... Der war so gut wie im Arsch, der musste laufen. Moin. Der holt jetzt ein Auto, Mann. Ich loote noch. Warte, kann ich mir jetzt ein scheiß UMP-Zeug geben? Du meinst das Extended Mag und... Jo. Alles, danke dir. Bist du mir dann das Extended Mag für ein Ding? Ah ja. Hier. Ciao, Jungs. Easy. Was ist noch ein bisschen Red Dot, Alter? Ja, Red Dot wäre geil. Hier, bitteschön. Jetzt da hol sie ab. Schön. Hab's aber was gut. Der fährt nicht. Buggy. Buggy, ja, easy, dann passt so. Wer von euch Schnuckis will mitfahren? Alter. Luca, fahr nicht vorbei, ich falle hier die Schuppe. Du wirst einfach, du kommst zu mir zurück. Du hast ne... Mini. Ja, los jetzt! Ja, wenn du aufhörst zu fahren, dann steige ich vielleicht auch ein. Hat der grad... Was? Gut, ich hab das Los jetzt zwar auf Leo gezogen, damit euch endlich abknallt. Oh. Eigentlich. Ups. Das ist so schön. Da man hin. Los, Platten! Leo! Oh nein! Ich google hier jetzt. Ich war jetzt erstmal eine Chance, damit alles gut wird. Alter! Alter, nice. Wo fahrt ihr hin? Eigentlich? Ich fahr jetzt. Nein, ich will nicht. Ich fahr jetzt. Mit eurem Motorrad passiert, ihr habt keine Idee. Ein Schuss und das Platten drin. Also jetzt. Hör auf! Ich fahr jetzt. Ey, ich guck jetzt erstmal auf die Map hier. Ich fahr jetzt. Da hat jemand markiert, sollen wir da hingehen. Dann sollen wir nach Guacamole, oder? Hier.
Ja, können wir auch. Leon, der ist nicht nach Guacamole, ja. Können wir auch. Wird nee, eher nach Picard, aber ja, komm, mach mal. Ey, auf uns wird geschossen. Das war, ich war gib ihn. Oh, voll easy. Voll Drive-By. Ich hätte meinen sexy Motorradkünstler, ihr holt mich nicht einfach so ein. Yeah. Was sind wir jetzt hier? Sind wir ja, okay. Also das ist... Alles meins, oh, yeah. Alles nein. Meins. Nein, scheiße. Ja, passt. Das ist schon mal geil. Ey. Oh wow, das wollte ich nicht. Der war's. Vielleicht guck dir das an. Alter, hier ist er! Hier ist Lion! Hier bei mir! Gotta get away from everyone.